Hallo, please this change. Hallo. That's for us in the bank. Wir sind in der Kirche in Trena. Die Kirche wurde 1250 gebaut, zumindest dieser Apsis und dieser Chorraum. Man weiß nicht, ob es eine Klosterkirche war. Man vermutet es ganz stark, aber Beweise gibt es nicht. Die Kirche wurde dann erweitert über die Jahrhunderte. Das Besondere hier an der Trener Kirche ist, dass der Turm und das Kirchenschiff gleich breit sind. Warum das so gemacht worden ist, weiß man auch nicht. Die Kirche steht im Mittelpunkt in Trena, im Dorf, und wird von den Dorfbewohnern geliebt und geachtet. Man sieht es daran, dass zum Beispiel bei Aufführung des Kindergartens oder der Schule, wo die Kirche hier als Aufführungsort, als Bühne genutzt wird, die ganzen Dorfbewohner kommen. Und dass manchmal so viele Leute in der Kirche sind zu diesen Aufführungen von den Kindern, wo ich sage, oh, die Kirche könnte noch 300 Plätze mehr haben. In unserer Kirche befindet sich ein Steinaltar aus Porphyrstein. Er ist ein Naturstein und ich denke, das passt hier auch total in die Region. Natürlich wird der Altar mit Altardecke und Kerzen und Blumen geschmückt. Aber ich finde auch diesen roten Porphyr sehr schön. Dieser Leuchter wurde 1932 als Meisterstück von Martin Kind, einem Schlossermeister, gebaut als sein Meisterstück. Und dieser schöne Leuchter wurde dann der Kirche geschenkt. Das ist auch wieder ein Beispiel, dass die Kirche eben schon von eh und je von den Dorfbewohnern geliebt und geschätzt und geachtet wurde. Die Blumen werden von den Dorfbewohnern gepflückt, besonders von den Kirchvorstehern. Es wird meistens aus den Gärten die Blumen geholt. Wer was bei dem was blüht, das wird hierher gebracht. Besonders toll ist das auch immer zum Erntedankfest. Dann werden so viele Blumen in die Kirche gebracht, dass es einfach eine Pracht ist. Natürlich auch mit Ehren und weil es ja eine Dorfkirche ist. Die Orgel ist 1911 umgebaut von der Firma Schmeisser. Das Besondere an der Orgel ist, dass es wirklich eine Orgel mit zwei Orgelmanualen ist. Leider ist sie zurzeit renovierungsbedürftig. Wir warten eigentlich auf Freigabe vom Denkmalschutz, dass das alles wieder gut klingt und wir uns an der Orgel erfreuen können. Das Uhrwerk wurde 1894 gebaut. Es ist noch im Original erhalten, natürlich jetzt elektronisch betrieben, aber das Uhrwerk ist erhalten und es ist immer wieder eine Freude, dieses alte Uhrwerk zu sehen, wie sich doch die Zahnräder ineinander bewegen. Wenn man in diese Kirche kommt, es ist eine schlichte, einfache Dorfkirche und sie strahlt unheimliche Ruhe und Besinnlichkeit aus. Wenn man in diesen Kirchenbänken sitzt und auf den Altar guckt, ohne viel Spielerei, kommt man selber zur Ruhe und kann nachdenken über sich selbst, über Gott. Und was einem so einfällt. Und wenn dazu noch leise die Orgel spielt, ich glaube, das ist das Schönste, was man erleben kann.